So, jetzt haben wir 3 Minuten zu früh angefangen, da haben sie die falschen Namen drin und das können wir jetzt auch nicht ändern. Aber da sieht man wieder, ja, 12:40 wäre das Spiel, hätte es nicht. Aber da müssen sich die Spielsekretäre durchsetzen und sagen, ich mache eins nach dem anderen, ich mache alles parat. Dann bei uns war ja auch noch nicht alles richtig parat gewesen, also wir müssen hitzen. Und das nur, damit man 3 Minuten früher anfangen kann, aber eben. Da muss ich mit diesen Herren dort unten einmal noch ein böses Wörtchen reden gehen, aber das geht natürlich nicht, weil ich mit oben beschäftigt bin. Also ist das einfach zu müssen. Also wir haben jetzt nicht hart zu reden, wir haben Lioness gegen Bülach, oder sie. Von den deutlichen Chats, genau. Aber eben, weil man ja gestresst hat, haben die das auf der Uhr nicht können eintragen. Dafür haben wir 3 Minuten früher angefangen. Also ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter jetzt schon auf dem Heimweg sind. Also haben wir da wieder unnötig Stress gehabt, immer das Gleiche. Und das kann man auf der Uhr auch nicht richtig anpassen, wenn ein Spiel laufen tut. Ja. Das war jetzt suboptimal. So, also, es ist Lioness gegen Jets. Und nicht hat zu reden, das war Spiel von vorne. Also, ihr seid da nicht falsch am Schauen, sondern es ist schon richtig. Nun haben die Vollpfosten einfach wieder mal alle Leute gehetzt. Wegen diesen 3 Minuten. Also eben. Kotzt mir jetzt einfach schon mal an. So. Wir sind dann auch noch in Stress gekommen und haben dann. Hast du schon etwas geändert, bevor wir das Richtige einblenden kann? Die haben schon gesehen, wie man weitergeht, aber ja. Konzentrieren wir uns jetzt aufs Spiel. 3 Minuten sind gespielt, spielen die Lioness gegen die Jets. Und ich sage es nochmal und ich würde es noch ein paar Mal sagen, weil ja, wir hoffen immer wieder, dass wir neue hinzukommen, zuschauen und ja, ist schon richtig. Und für alle anderen, die finden, das Spiel, das Derby, das Winter Derby HC gegen Redens, habe ich jetzt nicht gesehen und ich würde es gerne schauen. Es ist demnächst verfügbar bei uns auf der Seite von GC Now. Und die ersten paar Sekunden von diesem Spiel haben wir eben auch nicht drin gehabt, weil wir Tasten zu spät drücken haben, weil eben alle haben gestresst und ja. Namen sind nicht das Einzige, aber eben die hohen Schiedsrichter da Turnier vor. Da müssen sich ein Team durchsetzen, weil das Wichtige, das Einzige, was wichtig ist, immer wirklich da Spielzeit. Und nicht, was irgendwie Fleck sagen tun. Eben, ich werde mich ein paar Mal auslassen, weil wir eben jetzt da unsere qualitative Arbeit nicht haben können leisten. Weil das Replay muss ich da zuerst jetzt noch einsetzen. Und ja, wenn die Strafe ausgesprochen wird, ja eben, das ist in der Turnierform nicht so, dass sie Zeitstopp sind. Alle sind immer am Hetzen. Es ist immer mehr so. Einzelspiel in Turnierform ist der eine, der sind spannender. Und Einzelspiel in Turnierform spielt ja die U14 und U17A, wo wir ja am nächsten Samstag da werden in der Halle übertragen. Gruppe 2. Da gibt es den ein oder andere Leckerbissen, vor allem wenn ich dann über Trainer lästern tue, wo ich gestern Pfiffen habe.
würde sicher reinhören. Von dem her, und ja, und am Tag darauf ist am 1 und am 4 Junior ein Match von GC und am 7 ist noch der Leckerbiss auf Swiss Unique TV, ja, GC kennt. Also Floorball Chili Line ist jetzt da mit einer Powerplay. Bis jetzt noch nicht viel Stand gebracht. Jetzt Leonie Rohner, der Captain am Ball. Freischlag im Ecke für Zürich Lioness. Da sehr gute Gelegenheit. Leonie Rohner kommt zum Abschluss. Aber auch sehr gut pariert vom Goalie von der Jets. Amelie Tocci jetzt am Ball. Kann das Spiel beruhigen, sehr gut gemacht. Jetzt streitet man den Ball für gut. Sophie Bandle am Ball. Ball wird abgespielt. Leonie am Ball. Wüst am Pöhlen vorbei. Gegenangriff. Guter Zweikampf da von Amelie. Kann die Gegnerin stoppen. Dort in der Partie sicher nicht schlecht sein, die Floorball Zürich Lioness. Hure psychodrillischer Sound. Wir fassen da. Gut so. Geklärt von der Vanessa. Nummer 4. Die ist nicht einfach nur ein bisschen, sondern auch extrem jung. Die können noch Juniorinnen D spielen. Ja. Mal schauen, wie sie sich da schlägt auf dem Grossfeld in der U17. Im Goal übrigens Fiorella Bühler, sie ist Teil von der U21 und darf vom Alter her noch aushelfen gehen. Sie ist heute im Goal bei Lioness. Sie hat nicht viel zu tun gehabt, ein Schuss ist gekommen, den hat sie sauber können heben. Und wieder Vorteil, da hat es wieder einen Stockschlag gegeben. Gut macht von der Leonie da, hat sie den Ball. Kann er aber nicht reinspielen, immer noch im Ballbesitz. Der Ball wird hinten durchgespielt. Da kommt man jetzt mal ein bisschen runter. Ja, man schlägt sich nicht schlecht bis jetzt. Jetzt aber 2-1-Situation. Oh, Jana Rozetta kann dort aufholen und gewinnt den Zweikampf dort. Saubere Balleroberung dort, das war nötig. Sonst hätten die Jets können ein 2-1 laufen. So, meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie, hier oben sind die richtigen Teams angeschrieben, Floorball Zürich Lioness und Kloten Dietlikett-Chats. Danke vielmals, Hamlet, für das Innenbasteln und Zusammenbasteln. Ohne dich würde auch nicht laufen. Dann werden. Nimmst du jetzt deinen Hotdog und die Cola, das hast du verdient. Leitzen ab, gut gemacht. Die Spielerin kann ich den nicht ganz. Feldpass und das gibt natürlich ein Goal.
Ja, da unbedrängt leitet man da den Ball vor. Ja. Total Ausfall, da kann man auch den Goalie nicht mehr machen. Fiorella schiebt da raus. Schätz. Hat es Liebli umgedreht, ich denke, das haben wir nicht mehr. Wir sind da und kommentieren und Leute meinen, das ist schon heute Tag der offenen Tür, das ist aber erst nächste Woche, meine Herren, das haben wir verwechselt. Ja, hoher Pflock, der grösste Pflock der Nation ist da, der sich umrennen lässt auf dem Spielfeld. Mega super Pflock als Schiedsrichter, geht auf Instagram schauen, suche mal nach Pflock. Wenn ihr dort einen Schiedsrichter gesehen in einem blauen Tönni, der umgerannt wird, dann ist das der. Der ist jetzt auch noch da hingekommen. Da jetzt ein Abschluss auf die Seite von Lioness. Den kann man abpfeifen, sehr gut gemacht, Schiri. Gut gesehen. Freischlag und das ist der Ausgleich. Sehr schön gemacht, gute Variante, ganz einfach gespielt. Ein Pass, man macht dort noch den Meter, dass man um den Block herum kommt und dann versenkt man den herrlich. Verdient, 1-1. Sehr gut gemacht. Guter Abschluss, satter Schuss zum 1-1. Ja, das Spiel jetzt wieder ausgeglichen, auch im Resultat. Mal schauen, wie es da weitergeht. Oh, Robert, schön rausgespielt. Sehr gute Chance dort. Schön geschossen dort, sehr gut reagiert, aber auch vom Goalie, der war nicht einfach gewesen, zu nehmen dort. Ein bisschen noch dran mit der Hand, der hätte gepasst. Der hätte gepasst. Gut gemacht von der Belinda. Jetzt haben wir Kontermöglichkeit, Nummer 12 schließt ab, wird aber geblockt da. Wichtig, dass man den noch an den Block setzen, wenn der Ball kommt aufs Goal. Wer weiß, so einer kann auch mal rein. Zeit 11:45, der Ball wird auf gut Glück mal in die Mitte gespielt. Dort hauen aber alle vorbei. Jetzt Lovat Lioness im Ballbesitz mit der Sophie Pandli. Leitet ihn gut ab, jetzt kommt man auf die andere Seite. Mal schauen, wie der reingeht, ist der etwas sehr komisch ausgegangen. Ja, da langt Fiorella einfach am Ball vorbei. Da kommt der Schuss. Ja. Da hebt sie alles, aber nicht den Ball. Luftloch. 2-2 für Chats.
Deine Gleit, Schiri sagt weiterspielen. Die Chats gehen aber sofort verdoppeln dort. Hat fast zum Baller übergeführt. Ja, es ist ein offenes Spiel, finde ich. Ein bisschen mehr Spielanteil sicher für die Chats. Sie haben ein bisschen gepflegteres Spiel. Technisch vielleicht auch etwas besser. Und wächst noch. Fahren doch ein bisschen über feinere Klingen. Das kann halt wirklich den Unterschied ausmachen. So, wieder glücklich. Glücklich gewesen. Der Schiedsrichter hat da Stopp gesehen, gibt dort den Vorteil. Und dann sieht er, dass man den Ball gewinnen bringen kann. Weiterspielen kann. Da macht man es sofort Druck. Chats dort sehr energisch unterwegs. Stand sehr hoch. Es lässt sich nicht beeindrucken, spielt jedoch Böllen immer hinter der Torlinie hin und her, hinter der Grundlinie hin und her. Das ist schon gefühlt der 12. Ball hindurch. Ja, man findet da kein Mittel, zum da führen, zum da können führen zu können. Wieder hinter der Grundlinie Vorteil, Schiri pfeift es ab, sehr gut. Entlastungsfrei ist so, das gibt die Möglichkeit zum Wechseln. Für beide Seiten. Ich habe jetzt nicht gesehen, was der Schiri pfeift. Ich kann nur vermuten, was es ist. Wahrscheinlich ein gezogener Freistoß. Darum jetzt Freistoß für die Chats in Ecke. Das sind die Zuteilung nicht, man weiß nicht genau, was man machen muss. Muss man die Mitte heben oder geht man Druck machen? Macht gar nichts, wird nicht bestraft. Im Gegenteil, es gibt einen Konter dort, tut Stefanie Rieser, aber es passiert nichts Grosses. Freistoß da hinten. Stockschlag gegen. Wird kurz ausgeführt. Da kommt man wieder über die Seite. Da schießt man aber, das ist jetzt nicht gefährlich. Der Ball geht wieder verloren. Pirella Bühler hat ihn sicher, spielt ihn aber genau ins Krutien. Dort wo alle stehen und jetzt ist der Ball wieder bei den Chats. Freischlag wieder für die Chats, Zuteilung stimmt überhaupt nicht. Da sind so viele Leute frei. Bringt der Ball aber nicht an. Ja, das wäre Rückpass gewesen. Aber die erste Halbzeit ist somit beendet. Wir schalten in die Werbung.
Cheers, Bruce. Der vielfältige Kumpel in Grün. Männerpflanze.ch. Bist auch schon angesteckt? Spürst du das Feuer auch lodern? Hat dich der Virus gepackt? Keine Angst. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe es auch. Und ich auch. Ich bin schon lange angesteckt. Schon seit ich klein bin. Aber Achtung! Wenn es dich hat, hat es dich. Es ist das Schönste auf der Welt. Ich will es nicht mehr gehen. Ich habe es für immer und ewig. Aber von was ist eigentlich die Rede? Gute Frage. Weisst es du? Es geht denk um den Unihockey-Virus. Wir sind Flabberleist. Und du? Bleibt auch grün, wenn du blau bist. Männerpflanze.ch.
Wir melden uns hier zurück zu der zweiten Halbzeit vom Spiel Floorball zu Lioness gegen Floorball zu Chats. 1-2. 1-2, ja genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Lioness da mehr unter die Räder kommen. Habe ich im Verlauf vermutet. Aber sie schneidet sich wirklich gut. Sehr solidarisch, dass sie sich da einsetzen. Nein, sie schneidet sich nicht schlecht. Ein paar Schlauze, das ist ein Nate, das ist ein Kampf, machst du darauf drin. Jetzt habe ich den Gewirr vor dem Goal, aber nichts Schlimmes passiert. Dann haben wir den Ball führen, so. Glück gehabt. Guten Abschluss da. Von der Seite. Da kommt nochmal ein Abschluss. Geht aber am Goal vorbei. Jetzt geht man dort mal ansetzen, ist aber schwieriger leiten. Entlastungsfrist, das bedeutet, ich bin jetzt da nicht mehr den Ball an. Zieht gerade ab. Offen wäre es gewesen. Dort merken die Pfosten, aber eben, haben wir genau geschossen. Ja, Präzision ist immer so eine Sache. Der kontrollierte Stockeinsatz und immer beidseitig. Schön abgeleitet da der Ball, wieder eine Schussmöglichkeit. Gute Chance auf der anderen Seite. Freischlag da in Ecke für die Lions. Und jetzt ist gespielt, da könnte man wieder in den Druck kommen. Da spielt man ohne dass man wirklich müsste. Schade. Gegenangriff. Dort macht der Querpass kommt, wenn man den nicht verrutscht, steht das Goal leer. Und den Goal hat man sich gut festsetzen, sucht den Backdoor-Pass. Findet aber keine Abnahme. Jetzt das zweite hinter der Grundlinie, ich weiß nicht genau wieso. Leiner steht jetzt nicht so übertrieben hoch. Da darf man ruhig führen kommen, wird man aber nicht. Spielt jetzt hier einen riesen Feldpass. Aber den weiß man nicht zu verwerten. Ja. Ping-Pong da im Mitteldrittel. Mal ist der Ball dort, mal ist er da. Dann fängt er viel um. Ist jetzt da. Gut. Bodermann noch putzen, aber eben. Wenn sich das Spiel für zwei abpfeifert, dann kann man die 3 Minuten nicht nutzen, um den Boden putzen oder irgendetwas zu machen. So viel Bandle jetzt da wieder am Ball, macht Zug zum Goal, kommt zum Abschluss. Er geht aber am Goal vorbei. Gefährlich war der Ball einfach mal auf gut Glück wieder irgendwo angeschwärt. Jetzt Vanessa am Ball. Macht Tempo, spielt den Ball aber viel zu früh ab. Oh, kann man ihn zurückerobern? Nicht ganz, lange nicht. Julia geht dort nachsetzen, aber ein Leiter, das wird schwierig. Ja, vor allem, man hätte können dann zwar recht wenig Support für die Spielerin dort hinter dem Goal durch. Und dort die anderen noch 2 Schritte runtermacht, dann sieht man sie auch, ist auf der Linie. Aufpassen, da Abschlussmöglichkeit, der Ball wird geblockt, vielleicht jetzt auf der anderen Seite die Möglichkeit. Kommt Sophie Bandle, Vanessa, gut gemacht, guter Trick. Ja, aber ich versuche zweimal den gleichen Ball zu spielen, wenn es zum ersten Mal nicht geht, geht es zum zweiten Mal auch nicht. Jetzt hat man Glück, dass man einen Freischlag bekommt. Der ist noch sehr, sehr jung, die wird das schon noch lernen. So, jetzt kommt dann der Ball, ja, wie gesetzt. Das erste Goal hat man auch geschossen, nach einem Freistoß. Mal schauen, wie es da aussieht. Kommt richtig Goal. Ja, aber nicht. Der andere Seite jetzt die Möglichkeit. Dann nimmt man direkt viel Risiko. Ja, aber dann musst du fast direkt nehmen. Ja gut, weil eben von hinten kommt ja schon die Spielerin also annehmen. Sicher, und ja. Laufen. Dann höchstens du willst einen Stoß in den Rücken provozieren. Und dann hast du ja vor dir noch jemanden mit 1-2 Schritten über, stellt sie dann auch schon wieder den Block. Da kommt noch
wird jetzt aus dem Grundkurs und dann spielt man ihn wieder für. Ja, die Bälle tief, die werden einfach vorgeschwartet, ohne Präzision, ohne wirklich einen Gedanken dahinter. Das ist noch ein bisschen schade. An dem kann man sicher noch ein bisschen arbeiten, dass man dort wirklich die Bälle entweder präziser spielt oder sonst vielleicht andere Möglichkeiten finden. Jetzt mit dem Ball wieder in die gefährliche Zone. Dann kann sie sich abdrehen. Ja, gut, geht das Müll, geht das sofort ansetzen. Jetzt ein unglücklicher Wechsel. Unterquerpass. Big Safe. Jawohl, ein unglücklicher Wechsel. Jetzt muss man schauen. Schiri unterbricht, das gibt uns Möglichkeit fürs Lüppli. Ja, ja, der Goalie macht ja nicht viel, da reicht sie schon. Eben, und jetzt sieht man von der Bank kommt die eine rein, gut, man fällt sogar noch. Kann man das Lüppli nochmal anschauen? Ja. Da sieht man Fiorella schon. Ja, aber jetzt schaut man, sieht man von links kommt die eine rein. Also ja. Eben, jetzt ist gerade jemand wechseln und dann ein bisschen übermütig. Aber eben, das Problem ist eigentlich dort, der dann abschließt. Eben, wo ist der Gegenspieler? Der war ja gerade am Wechseln. Also jetzt hat man ein bisschen unglücklich gewechselt. Das ist so. So, jetzt geht es weiter. Backdoor Pass kommt durch, das ist gefährlich dort. Hat noch abgelenkt ausgesehen. Nein, Schiri sagt nein. Dann ist es so. Genau. Schiri hat immer recht. Aber der Unrecht hat er, ja, aber eben. Wenn er irgendetwas mit dem Schiri besprechen möchte, dann könnte er das in der Pause machen. Oder nach dem Spiel, oder zu dir vom Spiel. Man ist auch froh, um irgendwelche Input nur eben, wenn du auf dem Feld bist, wenn es ein bisschen abgeht, Emotionen. Man muss nicht noch als Trainer gerade noch Öl ins Feuer gießen und den Schiri anpissen. Das ist uns als Selbstschutz als Trainer. Man muss nicht noch kommen, hey, und da musst du ihm von zwei und dieses und jenes geben. Dann bist du dann stehst du eher auf der Tribüne als gut gemacht, gut, die Einzelaktion kommt sie zum Schluss, ja, sie kommt zum Abschluss. Nicht schlecht, da hat sie sich jetzt wirklich mal gut durchgekämpft. Eine Einzelaktion da von der Lili Bandle. Ja, aber da hat der Blöck schlecht gestellt. Und vor allem, sie muss ja den Ball noch zweimal zwecken. Ich kann den Ball noch mal zurücknehmen, zweckbüscheln. Die Zeit hast du in der höheren Liga eben auch nicht. Da ist man dann zu der aggressiver definitiv. Dort muss der Ball muss einfach kleben. Da versucht man jetzt auch durchzukommen. Aber eben. Da schafft man nur in den Rücken. Ja, und das steckt. Ich meine, so, wenn du in den Rücken steckst du den Anschluss. Ich meine, bei mir gesehen ist es genau das. Wenn, da hättest du gepfiffen, oder? Du siehst ihn ja nicht. Du siehst den Gegner, dann schiebst du den Anschluss. Ich meine, das kannst du einfach nicht bringen. Ja, allein es sieht so aus, als wären die auf zwei Linien, aber die Tische. Ja, vielleicht Tische. Das ist nicht das erste Mal. So, ja, und dann 2. Oktober. 2. Oktober, während ich ja dann im Trainerlager bin, darf ich ja dann am Mittwochabend, 2. Oktober, noch schön auf Zürich fahren, weil dann spielt Herr Kim Beni Kleinfeld. Ja, Applaus an ihn. Und ich bin dann Schiedsrichter, also wenn ihr uns zwei nächstes Mal gesehen habt, wäre dann eure Zeit im, wie heisst es schon wieder? 20:00 Bun rein. Könnt ihr reinschauen, kann der Benni auf dem Feld und ich als Schiedsrichter, wer findet die? Und ja, die schnurren da einfach viel Zeug. Dann sehen wir uns live in Action. Da wieder 50-50 Ball, Ball beide Seiten hauen rein, keine getraut sich mit dem Körper, der Ball wirklich kontrollieren, zu abdecken und dann wieder mitzunehmen, sondern es hat ein bisschen ausgesehen wie ein Fechtklub. Guter Schuss da. Dort ist die Hand von der Fiorella noch am Ball. Ja, wie jetzt 10 Minuten, die erste Hälfte von der zweiten Hälfte. Ja. Das muss man pfeifen. Ja. Wiederholt, da geht sie zweimal an. Da haben wir noch die Parade von der Fiorella von vorher.
Das seht ihr jetzt im Bild nicht. Der Schiedsrichter hat gerade mit dem Trainer geredet, von der Chats gesagt, er würde nicht mehr in den Rücken stoßen. Ja, vor allem, wenn ich die Trainer hier anschaue, dann die haben am Supercup schon pfiffen. Supercup am Morgen war Kids-Cup und dort haben sie immer wieder in den Rücken gestoßen. Und dort sind eigentlich, ja, der eine Trainer kenne ich noch, ja, sind dort auch der Bande gestanden. Also ja, aber das Rückenstoßen, das ist in meinen Augen generell das Problem, das wir im heutigen Unihockey haben. Boom. Ball in der Chat, wird die Ecke aber klar. Jetzt kommt der Backdoor wieder. So einer kann dann halt auch mal reingehen und dann steht es 3-1. Ja, in der Offensive gewisse Impulse haben es schon gegeben, aber in meinen Augen die Chats schon mit der besseren Chance in der zweiten Hälfte. Ja, ja, ganz klar. Da kann man froh sein, dass bis jetzt noch kein Goal gefallen ist. Aber eben auch auf die Lehre, ein Lucky Punch würde ja lange zum mal ausgleichen. Und da wir ja keine Verlängerung haben in der Turnierform, würden wir das natürlich akzeptieren. Das unentschiedene Resultat nach 40 Minuten. Haben wir dann noch gesehen? Nein, haben wir noch den Goal. Chats von der Lioness. Aber ein Sieg von einer von diesen beiden Mannschaften wird auch kommen. Jetzt haben wir schon mal unentschieden gespielt, 3-3 gegen den HCR. Dank der Steigerung in der zweiten Hälfte. Ja, eine enorme Steigerung dort, in der zweiten Halbzeit. Das ist jetzt da, finde ich, nicht der Fall gewesen. Sie spielt konstant ihr Ding. Wir werden immer wieder gefährlich. Ja, aber da muss ich jetzt eben auch nicht angehen. Da könnte man eigentlich auch schon abpfeifen, weil ja, eben, sie kommt zu nichts. Vorteil eigentlich auch nicht. Ja, eben, eigentlich kannst du sagen, du kannst einen Vorteil geben, damit sie dann nicht rein kann und versucht noch irgendetwas zu machen. Aber wenn sie dann wieder zurückgeht und sich ja nichts ändern tut an der Situation, dann musst du eigentlich sagen, dann kannst du pfeifen. Weil dann ist ja, dann bist du wieder ins Spiel, kannst du wieder ins Spiel richtig ausstellen, du kannst schauen und bist dann mit dem Rücken zum Goal. Mhm. Das ist ja wirklich das Problem, du bist mit dem Rücken zum Goal und wirst daran gehindert, dich zu drehen, eben, kommt der Stockschlag, kommt es gestoßen. Das sind dann eben eigentlich die kleinen taktischen Vergehen, die dann nicht dazu führen, dass der Schiri abpfifft, aber dazu führen, dass der Spieler, der ballführend ist, nicht seine Aktion kann durchziehen kann. Mhm. Da braucht es einen neuen Ball, da ist irgendjemand auf den Ball gestanden. Eine Chatspielerin. Und wer tut den Ball stellen? Das ist Spielsekretariat. Nein, es ist Turnierform. Der Lioness stellt den Ball. Ja. Sie nehmen die lustige Szene, von dir braucht noch einen Ball. Oh, ich habe nur farbige Bälle. Wir sagen wunderbar. Wie lange bist du im Unihockey? Da, gute Ballerobrik, der Pass kommt. Riesenaktion dort. Ja, aber auf dem Goalie. Super rübergeschoben. Sie hechtet nicht, sondern sie verschiebt wirklich, macht sich gross und pariert dort den Ball. Und ist sie sogar am Block gewesen? Ja. Ah, ja, man hat dort den Ball sogar können, hat den Pass können abfangen. Aber eben hat den Goalie im Nachsitzen sofort so. Eben, erstmal hat er sie, aber nachher hat er schon gesehen, der Ball ist da vorne und dann macht er sich lang und sichert den Ball. Das ist ja schon mal gut. Wenn das nicht ist, dann muss ich sagen, ja, wenn dort eben so die Schläge, die dann kommen und eben versucht, den Ball noch zu treffen, aber eben nicht, wenn die Leute so stehen, dann typisch vielfach zuerst bei die Bilder rein. Da jetzt fliegender Wechsel mit der Lioness. Das gut aus dem Druck rausgekommen, jetzt muss man den Querpass spielen dort. Raum öffnet gewesen, sehr gut. Aber da... Zocki auf die Lili Bandle, das sind Geschwisterte. Und dann jetzt wieder der ja, Stoß in den Rücken. Eben, vor allem, wo ist wiederholt vergehen. Der hat fast Zogen ausgesehen von da. Ja, eben, das ist das Nächste, wo man da ein bisschen könnte, wobei das mit dem Zocken wird mittlerweile relativ grosszügig. Ausgeleitet einmal, ja, das ist schon so. Ja, wo eben auf 14-17 eben kann man ja sagen, hey, easy peasy, jetzt kannst du noch zum Trainer gehen und kannst ihm jetzt sagen, hey, schaut auf das. Gut geholt dort den Ball, gut getroffen Stefanie Rieser, nimmt sie den Abschluss, nein, sie leitet ihn nochmal raus. Lili Bandle von dort, ja, das ist halt
nicht wirklich eine optimale Abschlussposition für eine Linksauslegerin. Dort hätte eigentlich Stefanie Reiter von der Mitte abziehen, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Oder wir leiten auf die andere Seite, auf die Leonie, sie ebenfalls als Linksauslegerin. Auf der rechten Seite jedoch sicher besser positioniert. Oder könnt aber laufen, nicken und schauen, ob man irgendeinen Pass in den Slot könnte bringen. Ja, für einen Backdoor zum Beispiel, genau. Das hätte man auch können. Aber dort, dort fehlt halt noch ein bisschen die Coolness. Es ist das erste Spiel in der Saison. Ende September. Mal schauen, wie das dann in der nächsten Runde aussieht. Runde 1. Das ist Runde 1. Nächste Runde, 22. Dezember, ist irgendwie Runde 8, glaube ich. Genau, aber ja. Dann ist die nächste Übertragung. Aber, also. Aber am 22. Dezember, dort sollte man nachher schon sehen, ob sich eine Entwicklung stattgefunden hat, etc. Ob etwas gegangen ist. Und da sieht man, Strafe für Lioness. Nein, Entschuldigung, das ist ein Goal. Sie machen es 3-2. Ja, du bist jetzt auch zu langsam gewesen. Ich dachte, dass der Ball drinnen war. Entschuldigung, tut mir leid. Da sieht man nur noch, wie ein Fiorello rausfischen. Ja, das haben wir so schwierig gemacht. Ah, das wäre am 22. Dezember wäre Runde 5. Runde 5 wäre dann. Also ja, die nächste Übertragung ist dann von Runde 5. Da können wir nicht profitieren davon. Gute Parade dort vom Jets-Goalie. Da wieder eine gute Parade. Jetzt hat man gerade so etwas in der Druckphase. Und wir haben 3-1 für den Club in den Chats. Geschossen mit der Nummer 26, Adriana Messi. Zeit 15:45. Es laufen die letzten 3 effektive Spielminuten. So, jetzt Goalie raus und Goalie nicht raus. Schwierig, gut anfällt. 4-2, schön rausgespielt. Man steht nicht konsequent, man steht irgendwo im Schilf. Dort geht sie dort hinten komplett vergessen und sie kann den Backhand nur noch einschieben. Ja, da ja, sieht man jetzt schon eben, ein bisschen Auflösungserscheinungen. Dass die Jets wirklich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen weiter sind. Technisch, taktisch. Gut gespielt, das zahlt sich jetzt eben nicht. Resultat, das Flowball für die Lioness 1, knotet die Interchats 4. Einzeloption für die Leonie, da rennt die Goalie-Frau dort um, darum gibt es jetzt den Freistoß. Völlig zu Recht. Ja, das ist nachher der Übermut. Aber jetzt bei diesem Spielstand muss man auch nicht mehr bis zum bitteren Ende kämpfen, sondern eigentlich schauen. Aber da geht der Ball wieder rein, wieder so ein kurioses Goal. Zwischen den beiden durch, ja, das darf natürlich nicht passieren. Das ist ein. Ja, jetzt doch. Ein bisschen Auflösung, drei Kugel, relativ kurz nacheinander. Ja, du es fallen die. Ich weiß nicht, eine Ausfindung machen, oder? Selbstverständlich. Hättest du es auch noch gesehen? Ja, weil dort, das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Also, haben wir Tisch. Ja, da sitzt da noch das 3-1, da dreht es sich ab. Und dann zum Abschluss. Dann unten drüber. Jetzt da dreht es sich ab. Jetzt, da muss ich ja sagen, da darfst du ja als Verteidiger nicht austanzen lassen. Nein, niemals. Da muss man einfach seine Frau stehen. Jetzt da eine Strafe. Eine Strafe angezeigt. Mit Old Vergehen in Rucke oder was haben wir jetzt? Wahrscheinlich noch ein Timeout, aber. Können wir irgendwo, für was die Strafe war? Also, das Timeout haben wir.
Aber ich nehme Sissi und Feier wird dann die Strafe auch noch anzeigen und sagen. Das ist einmal der Trag, sagt Strafe. Kommt Sissi, bringt noch die Strafe. Was war es? Wartet immer noch auf Spielsekretariat. Remo Sissi muss noch kurz durchgeben, für was das 2 Minuten Strafe ausgesprochen worden ist. Aber ich glaube auch nicht mehr. Ja, die Schiedsrichter sind gegen das Feld. Also jetzt hat er genug Zeit gehabt. Gut, der Goal ist draussen. 6 gegen 4. Was meinst du? Es gibt jetzt 2 Minuten Strafe. Jetzt hören wir es. Wegen Stockschlag gegen Nummer 34. Schiada Gampo. Zeit 18:27. 38:27. Ja, jetzt bist du eigentlich bis zum eigenen Tor von den Überzahlen. Oder ja, ich habe das Gefühl, es kesselt auf der anderen Seite, weil das haben sie glaube ich noch nicht angeschaut. Spiel 6 haben sie noch nicht angeschaut, da schießt man drüber, jetzt spannend. Nimmt man den Goalie wieder, tut man ihn wieder rein. Ja, man tut ihn wieder rein, oder? Aber jetzt ist er nicht drin. Nein, er tut ihn nicht rein. Ja, das Goal ist frei, Ball. Das Goal ist frei. Goal! Unsere Goalfrau war am Schlafen, darum sehen wir es nicht, aber wir haben das Hintertor. Ja, Hintertor haben wir, weiter Ball, der geht so schnell und weit. Und man sieht es jetzt, die haben jubeln, aber jetzt Hintertor, man sieht den Ball. Aber eben, und da hat man sogar noch Schutzraum vergeben, auch mit dem aufgeschobenen Strafstoß. Ja. Ja. Global Zivilanes 1, Flotte Dietliche Chat 6. Ja, jetzt sieht es sehr brutal aus. So ist das Spiel, finde ich, nicht gewesen. Ja, eben bis zur 35. Minute haben wir eigentlich noch was 1-2 gehabt. Eben jetzt haben wir da 4 Treffer, relativ kurze Reihenfolge. Und gut, das leere Goal, das ist halt eben. Wobei ich hätte den Goal jetzt wieder rein da gehabt. Ja, aber mit dem Goalie drin wäre gar nichts passiert. Der Goalie ist jetzt wieder drinnen. Ja, das ist ja, ja, ist drin. Obwohl man ja noch in Überzahl ist. Also ich hätte, nachdem er den Ball rausgeschossen hat, hätte ich den Goalie wieder reingetan. Wobei eben, dann muss man auch das ein bisschen mit dem Wechsel im Griff haben. Wenn der Goalie ja zu früh reinkommt, dann ist es ja nicht ein Wechselfehler, sondern dann wird es als planmäßiges Stürm zählt, der mit der roten Karte gelandet wird. Wirklich? Ja, und das seit ein paar Jahren. Sprich, wenn der Goalie zu früh reinkommt, dann gibt es rot. Also darum, nur ein Zweier ist ein... jetzt ist er nicht draußen, ja. Nochmal ein Empty Netter? Nein, gibt es nicht. Glück gehabt. Noch 15 Sekunden. Gibt es nochmal ein Empty Netter, ja oder nein? Nein, und ja, es gibt noch kein Goal mehr. Mit der Beine schiessen da eins, noch Jets schiessen da eins. Ich würde sagen, das ist das Ende, das ist 1-6. Ja. Ja, das habe ich eben nie recht. Da hast du recht gehabt. Anderes Resultat nach dem Spiel Floorball zu Lioness 1, Flotte Dietrich Netschets 6.